So, es ist mal wieder soweit. Ich habe eine Sechskant innen im Bus durchgedreht und ich zeige euch jetzt, wie wir die am einfachsten wieder aufkriegen. Zuallererst nehmen wir mal ein bisschen Feuer hier und dann erstmal richtig schön warm machen. Als nächstes nehmt ihr eine Nummer größer einen Vielzahnaufsatz und kloppt den hier einfach richtig bekloppt rein. Wichtig jetzt ist, dass der Vielzahn hier richtig drin ist und gerade sitzt. Und wenn ihr es jetzt nicht aufkriegt, dann habt ihr den Kampf verloren. Wir gucken mal, was hier abgeht. Ja. Und tada, sie ist offen. Wenn es das erste Mal nicht funktioniert hat und es wieder durchgedreht hat, dann habt ihr noch genau einen Versuch. Dann nehmt ihr nämlich genau die eine Stufe größer und bohrt hier einmal vor mit einem halben Millimeter kleineren Bohrer. Am besten bohrt ihr hierbei ein bisschen noch tiefer und dann seht ihr, weil es einen halben Millimeter kleiner ist, passt es eigentlich gar nicht rein. Und wir machen das gleiche wieder. Richtig schön reinklopfen. Auch hier wieder wichtig, absolut gerade drin haben und gucken wir mal, ob es jetzt aufgeht. Tada, so einfach ist es.